Falls auch du rausfinden möchtest, ob du unter den Symptomen einer Unterfunktion leidest, dann lade ich dich dazu ein, die Webseite www.ersatztherapie.com zu besuchen und dort einen ADAM-Test zu absolvieren. Falls du danach eine geeignete, betreute, professionelle Lösung für eine Therapie suchst, findest du auch dort die geeignete Anlaufstelle. Jetzt viel Spaß. Was wir anbieten, ist unter Umständen die Rettung für dein Leben. Bedeutet, dass wenn du sagst, ich komme nicht aus diesem Loch raus. Ich komme nicht raus. Ich habe weniger Antrieb. Ich weiß, ich hatte mal mehr. Ich mag mich noch erinnern, in dunklen Zeiten war es so, dass ich motiviert war, energiegeladen aufgestanden bin, Dinge angegangen bin und auch fertiggestellt habe. Und heute ist es so, dass ich mehr oder weniger einfach so in den Tag lebe. Ich prokrastiniere, ich kann mich nicht entscheiden, bin nicht aggressiv und ich merke so einfach, wie ich so in mich eingehe. Diese Leute brauchen unter Umständen einen Weckruf, was bedingt durch dieses Signalhormon bezweckt wird. Und das ist der Zweck, wieso dass wir das Ganze in das Leben gerufen haben. Was ich hier anspreche, ist ein riesig großes Problem und betrifft mittlerweile bestimmt mindestens jeden Dritten ab 30. Jeder dritte Mann ab 30 hat einen Testosteronwert, der unterdurchschnittlich ist und hat Symptome, die bedingt sind durch die unterdurchschnittliche Testoproduktion. Das heißt, sie haben Mangel an Antrieb, können keine Entscheidungen treffen. Ihr Sexdrive geht runter, ihre Lebensfreude ist weniger und geschweige denn davon, dass sie einfach mal grundsätzlich die Körperkomposition auch nicht mehr da haben, wo sie es mal früher hatten. Ja, Testo ist nichts Schlechtes. Idealerweise ist es so, dass dein Körper produziert und zwar in den Mengen, die dir gut tun, in den Mengen, wie du es benötigst. Und da liegt der ganze Hund begraben. Testo ist ein Signalhormon und der Körper produziert nur so viel, wie du es tatsächlich benötigst. Und wenn du einen Lifestyle aufrecht hältst, der tatsächlich wenig Testo benötigt, ja? Du bist einfach ein bisschen gemütlich in der Komfortzone, deine Arbeit fordert dich nicht heraus. Es ist vielleicht anstrengend, aber es fordert dich nicht heraus. Du musst nie die Ellenbogen rausfahren, du sprichst keine Frauen an, hast keinen regelmäßigen Sex. Du bist kein verdammter Killer, du bist kein Krieger auf dem Aufwärtsgang in der Heldenreise. Ja? Dann ist es natürlich mühsam, wenn das Signalhormon fehlt, beziehungsweise wenn du das nicht benötigst, dann adaptiert sich die Produktion und passt sich nach unten an. Wieso soll der Körper was herstellen, was nicht benötigt wird? Und das ist mitunter einer der Hauptgründe von der Epidemie, in dem die Männer stecken, wo sie zu wenig Testosteron herstellen. Sie leben zu weich, zu komfortabel. Der Körper merkt das und reguliert nach unten. Und das führt zu einem Leben, was massiv unter deinem Potenzial ist. Das heißt, du lebst wie in einem dicken Nebel und dieser Nebel verdichtet sich nach und nach ganz latent. Du hast das Gefühl, ja, irgendwie ist es vielleicht normal. Ich werde ja auch älter und bin deswegen ein bisschen dicker und habe weniger Muskeln und bin weniger motiviert. Nein, es hat nichts damit zu tun. Besonders nicht dann, wenn du irgendwo bis 45 bist. Man kann beobachten, dass Urvölker, die Männer, da mit 60, 70 Jahren genauso viel Testo produzieren wie die 17-Jährigen. Ja? Also es liegt nicht daran, es liegt an deinen Lebensumständen. Und bei diesen Männern ist es so, dass man von außen wieder einen Impuls setzen kann, damit letztendlich dieses Aufwachen stattfindet, der Nebel sich verzieht, sie wieder Antrieb finden, Entscheidungen fällen können, aggressiv sind. Diese positive männliche Art Aggressivität kommt nicht selten biochemisch, wegen dem Testo. Okay, und bei den Männern, die halt entsprechend diesen Antrieb nicht mehr haben, biochemischen Antrieb nicht mehr haben, da haben wir eine Lösung, was diese Symptome schneller beheben soll und damit entsprechend auch dem Mann vielleicht helfen kann, dass er andere Dinge in seinem Leben verändert,
durch diese positive Aggressivität, durch diesen Durchsetzungswillen, die neue Motivation, die neue Lebensfreude, den neuen Körper. Und dann, meinetwegen, wenn der Körper wieder zündet oder sein Leben wieder positiv ist, kann er unter Umständen wieder aufhören oder macht weiter, bis er sagt, okay, weißt du was, bis 60, bis 65 und danach lasse ich das Irdische langsam los, gehe weg aus meiner irdischen physischen Kraft und entsprechend altere ich in Würde. Aber bis dahin ist es noch eine lange, lange Zeit.